So, heute werden wir mal wieder ein bisschen Redcon spielen. Ihr seht, wir haben Kriegsfortschritt 32%, also noch nicht mal die Hälfte vom Spiel. Schauen wir mal schnell an. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. So, alle Waffen laden schneller nach. Das haben wir. Die verursachen 15% mehr Schaden. Es wird schneller repariert und nochmal. Na, Energieversorgung wäre natürlich nicht schlecht. Dann werden wir trotzdem mal tauschen, weil wie gesagt, wir haben ja auch unser Schild. Da werden wir auch mehr Energie brauchen. Ne? Abwehr, Laser, das. Na, also ich glaube, die Raketen werden wir wegnehmen. Ich würde sagen, wir werden die Hydra mal platzieren. Jetzt schauen wir uns erstmal die nächste Schlacht an. Überrascht? Das sollten sie aber nicht. Die haben natürlich auch ein Schild. Vielen Dank auch für die Vorführung, wie die Schildtechnologie funktioniert. Tja, das ist das Problem mit Statisten wie Ihnen. Ihre Geheimnisse sind zu groß, um geheim zu bleiben. Wie Sie schon bald herausfinden werden, ist diese Höhenstruktur keine wehrlose Stadt, die Sie einfach so niederbringen können. Der hat vier... Na okay, das ist dieser MP-Werfer und hier haben wir die Laser. Ich glaube trotzdem mal, dass wir jetzt erstmal auf die große Kanone hier gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Boah! Der hat 6 Leute, ich habe nur 4. Okay, da müssen wir dann mit dem Mörser eigentlich auch hier hingehen. Und mit der einen großen dahin. So, ihr geht dahin, damit ihr schneller nachladet. Okay, jetzt probieren wir es mal so. Problem ist natürlich 6 Soldaten, also bis wir die dann erstmal weg haben. Und vor allem, wir müssen erstmal durch dieses scheiß Schild hier durchkommen. Na, jetzt so. Ah! Nein! Ich will gar nicht wissen, was die Große hier für einen Schaden macht. Bräuchte man trotzdem mal die Splitterbombe. Ah, die reparieren wie Sau. Sau schnell. Also jetzt laden wir erstmal wieder normal. Ja, raus aus dem Reaktor, Mensch. Komm, schnell reparieren lassen. Naja, die Große wäre ja fast weg. Boah, jetzt brennt es auch hier noch. Komm, schnell. Na, die Große ist weg. Jetzt warte mal. Nee, du bleibst hier. Die schießt da unten hin. Die lassen wir da. Genau. Sollen die jetzt erstmal... Ja, ihr müsst schon treffen. Die Große soll er natürlich nicht aufbauen. Oh, 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 oh. Raus, raus, raus. So. Der wäre sogar fast weg. Den, wenn er treffen würde. Boah, jetzt ist das Schild noch da. Könnte man den vielleicht ausschalten? Nein, ein bisschen was fehlt noch. Schade. So, die zwei Waffen sind weg. Dann gehen wir mal auf diesen EMP-Werfer, weil der nervt nämlich auch höllisch. Du gehst da oben hin. Und du da. Okay, den EMP-Werfer haben wir auch fast.
müssten jetzt irgendwie in dieses Schild hier hinten reinkommen. 80%. Vielleicht könnten wir den einen sogar ausschalten. Gleich mal ganz kurz gucken. Du gehst hier runter. Na, jetzt ist er im Reaktor hier hinten drin. Da haben wir 35%. Das ist natürlich überhaupt nichts. Der wird natürlich sowieso immer versuchen, dass er sein Schild wieder reparieren kann. 17%. Na okay, mit unserem Mörser kriegen wir natürlich überhaupt nichts hin. Ja, er hält sein Feuer. Ja, vielleicht auch die Verteidigungsanlage ausschalten. Gehen wir da mal komplett auf die Verteidigungsanlage. Okay, einer kann da eigentlich da mit hin drauf ballern. Ah, der repariert es gleich, Mensch. Schickt euch. Komm. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn da zwei Leute stehen, ob das noch schneller nachlädt. Jetzt warte mal. Ne, den tun wir jetzt mal raus. Das soll hier unten mit rein. Das gibt's doch nicht. Schaut mal an. Die werden natürlich treffen würden, dann wären die Soldaten auf jeden Fall schon mal weg. Jetzt ging der daneben. Schade. Nein. Yes, einen haben wir zermettert. Einer ist weg, Gott sei Dank. Jetzt warte mal, dann gehen wir auf den. Ja, genau. Und er schießt ganz normal hier weiter. Und ihr da hinten rein, das sind zwei Angeschlagene. Da müsst ihr halt treffen. Na, wenn natürlich das blöde Schild hier nicht wäre. Weil der eine Laser stört mich halt jetzt momentan überhaupt nicht. Der kann nicht viel Schaden anrichten. Aber trotz 80%iger Chance treffen die hier hinten nicht wirklich gut. Boah, beide. Ja, jetzt passt. Jetzt gehen wir auf den Laser. Und ihr könnt hier auf die Verteidigung gehen. Ja, komm. Wir gehen jetzt vom Mörser hier raus. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Dann seht ihr mal, jetzt haben wir nämlich sehr, sehr viel Energie. Jetzt ist es nicht mehr gelb, sondern schon weiß. So, den nächsten. Zwei Soldaten hat er noch. Da wird er natürlich nicht mehr weit kommen. Jetzt müssten wir es auf jeden Fall gleich geschafft haben. Ja, da ist das Schild ausgefallen. So. Ihr könnt dahin schießen. Und ihr hier unten. Den lassen wir mal da oben mit ballern. Ja, das hat er auf jeden Fall verloren jetzt. Ja, da haben wir ihn. Zerstört. Perfekt. In Deckung. Na okay, aber wie gesagt, das Schild ist schon nicht schlecht. Aber wenn er vier Treffer einsteckt, dann geht das Schild nämlich weg. Ich halte es für notwendig, mich dir anzuvertrauen, Strike Commander. Meine Offensive ist eine Katastrophe, ja?
Das mächtigste Militär, das die Welt je gesehen hat, ist scheinbar unfähig, einen einfachen Krieg gegen einen Spinner zu gewinnen. Der Beschuss durch die Krux wird jeden Tag schlimmer. Granz besiegt einen imperialen Strike Commander nach dem anderen. Sie erbeuten unsere Kanonen, sie rekrutieren unsere Verräter, sie stehlen unsere Technologie. Und was noch schlimmer ist, so langsam bemerkt mein Volk etwas. Und das alles nur wegen der Propaganda, die das Volk verdummen lässt. Aha, was geht's denn jetzt hier schon wieder? Was, wir greifen Städte mit Lasern an? Wir vergaßen Krankenhäuser? Was reden Sie da? Alles Lügen und Kruxpropaganda. Hör nicht hin, Soldat. So. Da die zwei Mörser. Das Problem, glaube ich, wird aber erstmal hier die große sein. Die werden wir mit der großen ausschalten. Und dann versuchen wir erstmal die hier. 1, 2, 3, 4, 5. Der hat wieder 6. Okay, dann probieren wir mal so. Ja, wobei wir auch 5 haben, also von daher geht's eigentlich. Ja, dieses Abwehrsystem hier. Boah. Ey, das ist sehr gut. Bei uns, von uns hat noch eigentlich gar nichts getroffen. Aber ihr seht schon, seine Energie ist natürlich perfekt. Alter. Na, jetzt warte mal. Du gehst zum Hain hier hin. So, da schnell reparieren lassen. Ah, Schild, komm, bau dich auf. Boah. Der hat eine komplette Waffe zerstört hier. Verfehlt. Ja, müssen wir jetzt wirklich so lassen, ne? Ja, schaut mal das an. Das gibt's doch nicht. Ah, weil er sein Feuer zurückhält, habt ihr das gesehen? Ja, der zerstört alles von mir. Das ist ja Wahnsinn. Da kommen meine Waffen nicht einmal durch. Da müssen wir jetzt wirklich erstmal den ganzen Scheiß hier angreifen. Jetzt warte mal, du bleibst hier, du gehst hier oben und du gehst hier runter. Bis das hier repariert ist. So. Ja, weil nämlich da zu viele Treffer auf einmal kommen und deswegen hält nämlich mein Schild hier das nicht aus. Oh, und da unten brennt's. Wir kriegen keine Waffe von ihm weg. Was lädt eigentlich so? Achso, dass das Schild wieder aufgeladen wird, Etza. Ja, und dann gehen die ganzen Treffer auch daneben. Das ist natürlich das nächste Problem. Nein, meine Heilstation ist weg. Ja, ihr seht selber. Mit dem Turm werden wir hier nicht weit kommen. Boah. Nein, da hat es zwei Leute erwischt. Da melden. Wir haben da noch 3 und die sind so angeschlagen. Schnell. Euren Ding. Ah, jetzt brennt mein Reaktor auch noch. Wo ist der? Ich glaube, ich habe... Ja, ich habe keine Einheit mehr. Hoho. Ja, wir haben verloren, Leute. Schaut hin. Wir haben gnadenlos verloren. Wir haben gerade einmal einen Turm von ihm zerstört. Ja, von den Waffen her ist es eigentlich... Verteidigung haben wir eigentlich das Gleiche. Das Problem ist halt nur, dass seine Waffen schneller schießen, wie meine, das ist klar. Also er hat mehr Dauerfeuer.
Dann hatte die Mörser noch, die natürlich hier einen ordentlichen Schaden anrichten und vor allem hier der Mauerbrecher oder wie der heißt. Okay, das haben wir leider nicht geschafft. Ja, dann müssen wir in der nächsten Folge mal schauen, dass wir unseren Turm neu umbauen. Dann müssten wir Waffen nehmen, die nicht so lange nachladen, dass wir mehr Feuer auf ihn geben können. Wir mal gucken, ob das was hilft. Werden wir sehen, vor allem in der nächsten Folge. Dann euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, macht es gut, tschüss. So back to what I was saying.